Leute, ich bin im Hamburger Hauptbahnhof, ab geht's jetzt nach Lüneburg. So Leute, ich bin in Lüneburg angekommen und gleich gucken wir uns die Gegend so an, was Lüneburg so zu bieten hat. Der nächste Nackenklatscher. Und jetzt geht's los mit dem Intro. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich zieh durch. Ihr wisst, Leute, nicht nur Hamburg wird supportet, sondern auch andere Städte. Dann gucken wir uns mal Lüneburg an. Lüneburg ist eher so ein kleiner Kaff. Hier leben so um die 70.000 Einwohner. Pi mal Daumen. Mal sehen, was in Lüneburg so alles gibt. Also ich bin gerade noch in der Nähe vom Bahnhof. Leute, auch in Lüneburg gibt es überall Baustellen, nicht nur in Hamburg. Also Stadtmitte ist 0,8 Kilometer entfernt. Also gar nicht weit. Pi mal Daumen, bisschen laufen und dann hat man das. So, gucken wir uns mal die Ecken weiter so an. Aber ich bin nicht weit vom Bahnhof entfernt, wie ihr hört, immer noch. Ich habe auch mal gelesen, das Startkapital für Bürger mehr aufzumachen ist jetzt nicht so hoch. Ist ja klar, wie McDonald's oder so. McDonald's ist da, weiß ich, ein paar Millionen und noch einiges an Eigenkapital, vor allem in einer vernünftigen Lage, kaum unbezahlbar. Aber Bürgermeh, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man es auf jeden Fall aufmachen. So eine Fiat. Ich sag nur Lüneburger Fahrplan-Vibe. Ja, wenn du aus Lüneburg bist, dann sag mir mal gerade, wo ich genau bin. Also ich guck mal, kleinen Moment, ob ich was hab. Ja, ich kleinen Moment. Also sonst hätte ich Ihnen gerne was gegeben. Okay. Sorry. So Leute, gucken wir uns mal weiter Lüneburg an. Was in Lüneburg so abgeht. Gehen wir mal da lang. Zum alten Strand, oder wie das heißt, Leute. Wenn ihr mal Lüneburg seid, gönnt euch das. Alter. Auf jeden Fall bin ich an einem Samstag hier. Und hier geht's richtig ab in Lüneburg. Die Leute feiern und saufen und gönnen sich richtig. Auf jeden Fall haben die Leute gute Stimmung hier. Das ist schon mal nice. Ja, ich weiß, ich kann wirklich nichts anderes sagen, außer dass die Leute in Lüneburg richtig gut drauf sind. Richtig mega entspannt. Man hat voll meine Flasche gehört, wie ich dagegen gelaufen bin. Funny. Schauen wir uns dann mal weiter an. Lüneburg ist echt eine schöne Stadt. Kleinstadt halt. Also schöne Kleinstadt. Was kann man hier noch so entdecken? Das sehen wir alles. Lol. Denk ich voll der Kanacke, was macht ihr hier so? Die Ecke ist wirklich richtig interessant, Leute. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Lüneburg mal zu kommen. Guck mal euch dieses Gebäude an, auch richtig interessant. Das ist richtig Hammer. Vielleicht ist es das Rathaus von Lüneburg, ich guck mir das gleich mal an. Rathaus von Lüneburg. Sieht richtig cool aus. Gucken wir uns das mal näher an. Wirklich schön. Lohnt sich auf jeden Fall, mal hinzugehen. Ist das eine Abi-Party oder was? Bei denen geht es ja richtig ab. Die haben gute Laune, Leute. Was ist da denn passiert? Ist da irgendjemand gestorben? Ist da jemand gestorben? Gucken wir uns das mal an. Ah, das soll an Iran erinnern, an der ermordeten Frau.
Also in Hamburg habe ich bis jetzt was nicht gesehen vom Gedenken. Also die Lüneburger haben auf jeden Fall einen richtig positiven Vibe. Anderes kann ich nicht sagen. Oder habe ich heute den richtigen Tag getroffen? I don't know. Hey, hey! Guck mal, kaum juckt das, also das juckt niemanden. Die sind hier echt cool drauf. Sind wirklich hier cool drauf, Leute. Wie die Morgen, ja? Butlers, dieses Geschäft gibt es auch in Hamburg, in der Stadt. Jetzt gehen wir mal weiter hier, mal sehen, was es noch so gibt. Zupke, so ein Juweliergeschäft. Karstadt sogar, dahinter Karstadt. Gehen wir mal weiter. Mal sehen, was wir hier noch so sehen. Hunke Möller. Sind da vorne Esprit. Auf jeden Fall eine coole Shopping mal hier. Kann man auf jeden Fall machen. I don't know, warum nicht? Leute, wenn ihr nochmal wollt, dass ich nach Lüneburg komme, dann gebt mir einen Daumen hoch, liken, teilen, favorisieren. Guckt euch mal die Gebäude an. Man merkt, dass die schon richtig, richtig alt sind. Das ist das Lüneburg, die alte Rathausapotheke. Guck mal, ist mal richtig interessant hier. Und die heißt Apothekenstraße zu Lüneburg, was ihr bis jetzt so gesehen habt, falls ihr noch nicht hier wart. Würde eure Meinung echt interessieren. Auf jeden Fall werden es noch andere Städte geben, Leute. Es wird nicht nur Lüneburg sein. Januar, wisst ihr, kommt das 49-Euro-Ticket. Dann geht's rund nach Deutschland. Das ist ja noch nicht die Endreise, Leute. Die Straße heißt Glockenstraße. Gucken wir uns die mal an. Leute, nicht, dass ich zensiert werde. Gesperrt werde. Spaß. Soweit ist YouTube noch nicht gesunken, ja. Ich muss euch sagen, Lüneburg hat wirklich interessante Ecken, die man sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da ganz, ganz hinten sind C und A. Ich wusste, muss, ja, jetzt kann ich scrollen. Ja, ich glaube mal, man sieht es. Von der Ferne. Gehen wir mal wieder zur anderen Richtung. Leute, Lüneburg, sowas von hier drauf! Leute, die dachten einfach, dass ich irgendwie random die davon finde, aber ist für mich. Es geht nur um mich, Leute. Leute, Lüneburger Ganja, wer sich gönnen will. So Leute, jetzt geht's ab durch den Bergstrom in Lüneburg. Gucken wir uns das jetzt mal an. Richtig interessant. Welches Mann? Leute, das ist der Bergstrom in Lüneburg. Wenn mein Handy jetzt runterfallen würde, Arschkarte. Krieg ich nie wieder. Abend an Lüneburgern. Es ist gerade später Nachmittag. Leute, wir sind hier in Lüneburg und mal sehen, ob die Figuren da einen Nackenklatscher bekommen können, ja? Direkt hier. So, die nächste Nackenklatscher. Ja, auf jeden. So. So, nächste Nackenklatscher. Aber richtig, Leute. So, jetzt geht's weiter. Das ist der Pavillon Lüneburg. Hier gibt's Waffeln und so. Zum Büchergeschäft. Kultur, Antiquariat. Medien und Verkauf. Oh,
Der Chef da ist Loving Hit. What the fuck? Worauf bin ich getreten? Gehen wir jetzt mal zum Lüneburger Bahnhof, Leute. Mal sehen, was wir noch zu entdecken werden. Es ist grün. Also let's go. Klar habe ich jetzt nicht alles von Lüneburg gezeigt, aber ein bisschen habe ich euch einen Eindruck geschildert, Leute. Und das war es der erste. Aber bestimmt bin ich auch mal noch mal irgendwann nach Lüneburg. Also bestimmt bin ich irgendwann wieder mal in Lüneburg, Leute. Und dann geht's wieder ab. Film und so. Leute, sieht ja richtig versifft aus. Da liegt ein Blatt auf dem Schild. Ein Asia-Geschäft. Asia-Walk, Preise sind voll okay. Kann man sich gönnen. So Leute, ich bin bei Lüneburger Bahnhof. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal.